Hallo, da sind wir wieder bei der WWE-Reihe Six Man und es geht los. Elimination Chamber. Mal schauen, wie wir nehmen. Also ich denke mal, wir suchen uns ein paar aus, auf die wir auch Bock haben. Ich nehme jetzt hier direkt mal John Cena. Wähle einfach mal Zufall aus. Ja, wen packen wir da noch mit rein? Batista muss auf jeden Fall auch mit rein. Triple H ist auch immer gern gesehen bei solchen Sachen. Randy Orton können wir auch mitnehmen, der kriegt die Aschtonne. Warte mal, der kann auch seinen Titel riskieren. Kein Ding. Ja, komm, Rey Mysterio geht auch immer mal so für zwischendurch. Kann man den da auf jeden Fall mit reinpacken. Und dann gehen wir nochmal. Ja, komm, Undertaker. Undertaker nehmen wir direkt. Und dann geht's auch schon los. Also, das ist eben normales Elimination Chamber Match. Das ist so, dass hier alle im Ring stehen, also beziehungsweise am Ring stehen, in solchen komischen Glaskästen. Zwei Mann sind schon im Ring und die anderen befinden sich halt in einzelnen Glaskästen, die anderen vier Stück, die jeweils an den Ringecken sind. Und da läuft in der Zeit immer die Zeit ab. Und wie man hier schon sieht, stehen sie da schon drin rum. Also wir sind noch nicht im Match. Jetzt ist erstmal Batista gegen Triple H. Und hier sind eben die Glaskästen. Die, was weiß ich glaube, das ist Plexiglas oder so, ne? Und an der Seite sind halt so Gitter. Also nicht Gitter, sondern so Ketten. Und das kann man alles, soweit ich weiß, nicht verlassen. Und man muss halt hier sich gegenseitig die Klinke so ein bisschen in die Hand geben und sich halt fertig machen. Und wer gepinnt wird, ist halt raus. Dann wird der Käfig rein theoretisch aufgeschlossen. Und man geht raus, wenn man verloren hat. Jedenfalls in der Theorie sieht es so aus. In der Praxis sah es auch schon oft chaotisch anders aus. Deswegen mag ich diese Matchart auch so, weil es hier definitiv chaotisch zugeht. Und das ist auch eine geile Paarung hier mit Batista gegen Triple H. Ich glaube, da gab es doch 2005 oder so mal so ein Hell in a Cell Match zwischen den beiden. Ja, da geht es richtig krass ab. Das ist immer cool, auch wenn der Undertaker noch dabei ist oder so, das sind so Matches. Da hat man einfach Bock drauf. So, Rey Mysterio kommt rein. Er ist natürlich hier der ganz krasse Außenseiter, ne? Klar, hier mit der kleinste und dünnste. Obwohl in Wirklichkeit ist er ja, wie gesagt, gar nicht so dünn. Ich glaube, der wiegt einiges, weil er eben die ganzen Muskeln hat. Das wiegt ja ganz schön. Größe weiß ich nicht. Da muss man auch mal drauf achten, weil in dem Spiel gibt es, glaube ich, so eine Ladekarte. Also wo das Spiel geladen wird eben. Und da steht dann eben drauf, wann er was gewonnen hat. 2006 hat er Royal Rumble gewonnen und so, ne? Und dann steht da halt auch drauf, wie viel der wiegt und wie groß der ist. Da habe ich jetzt nicht so wirklich drauf geachtet. Naja, gut, wir haben jedenfalls. Wir haben John Cena. Und das ist eben so, dass der eigentlich. Wie soll ich sagen? Also, wenn ich mich entscheiden müsste. Also, wir kommen bestimmt als letztes, denke ich mal. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich sagen. Die besten Karten hat, glaube ich, so ein Undertaker oder so. Triple H und Batista sind natürlich schon ein bisschen vorbelastet, weil die von Anfang an dabei waren. Rey Mysterio, denke ich, hat kaum Chancen. Also der wird vielleicht sogar als erstes rausfliegen. Randy Orton, ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, statt jetzt wird's Triple H oder Undertaker, am ehesten Undertaker. Wir versuchen natürlich hier auch einiges zu reißen. Ist für uns natürlich auch Vorteil, wenn wir als letztes kommen. Aber, mal sehen, ob wir das im Endeffekt auch nutzen können. Vielleicht fliegt ja hier auch gleich schon mal eine. Ich weiß gar nicht, das ging auch irgendwie, dass man hier die Typis gegen Scheiben donnern kann. Ich glaube, ich habe sogar schon mal ein Match in echt gesehen, wo der, also was heißt in echt, ne, irgendwie im TV, da sind wir schon, wo der da halt gegen gedonnert ist, gegen die Nummer. Gegen so ein Plexiglas und da richtig durchgeschmettert ist. Also das sah richtig Hammer aus. Wir machen jetzt hier erstmal Triple H platt. Und dann, ich wollte gerade reingehen. Aber, ja, okay, alles klar, Batista. Sind wir ein bisschen verwirrt oder was? Einfach mal zu Boden schicken. Und zack. Ich weiß nicht, wenn ich vorhin irgendwas noch irgendwas sagen wollte, habe ich das leider vergessen. Also gewinnen tut tun.
Tut, tut, tut. Also gewinnen tut derjenige, der hier als letztes übrig bleibt. Und das werden wir sein, denke ich mal. Ah, verdammt. Direkt mal gekonnt. Oh Gott, Alter, Triple. Digga, Autogramme gibt's später. Aua. Da hat er mich erstmal zu Tode geknuddelt. Und da kommt auch der Undertaker. Der hat natürlich den größten Vorteil jetzt. Dadurch, dass er eben als letztes kommt. Bam. Das wird nachher auch noch ganz geil, wenn nachher zwei Teams sind. 3 gegen 3. Das wird auch noch richtig spannend. Bam. Auf die Fresse. Warte, komm hoch. Wenn wir jetzt erstmal FU verpassen. Ich bin da ein bisschen, auch ein bisschen durcheinander gekommen. Weil normalerweise das Ding, was wir gerade gemacht haben, ne? Das hieß früher, als ich angefangen habe zu gucken, da hieß das Ding FU. So um die 2005 rum. Da hieß das Ding FU. Und nachher hieß das Ding auf einmal nicht mehr FU. Das war ganz merkwürdig. Da hieß das andere Teil, was er da kann, FU. Glaube ich. Das war richtig, also ich bin da richtig verwirrt worden. Keine Ahnung, vielleicht, wenn wir hier keine haben, bitte mal in die Kommentare schreiben, ob der Name da gewechselt hat oder was das da war. Also ich habe da gar nicht mehr durchgesehen. Ich hatte nämlich eine Pause drin, ne? Zeit lang, wo ich kein Wrestling geguckt habe. Oh mein Gott. Aua, der Undertaker macht uns platt. Au, au, aua. Geh weg. Warte mal. Jetzt bin ich verwirrt. Das passiert immer, wenn ich zu viel schnack, dann passe ich nicht auf. Triple H ist raus. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Oh Mann. Na gut. Kann ja mal passieren. Egal. Einer weniger, umso besser. Vielleicht holen wir direkt hier auch Batista nochmal raus. Und Alley Hops. Auch KO. So sieht's aus. Bam. Und zack. Auf die Fresse. Jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus für uns. Und für Randy Orton nicht so gut. Wie es aussah. Und Bums, voll auf die Fresse. Ja, komm her, vielleicht machen wir jemanden. Ja, so sieht er aus. Schönes Doppel-Team-Attackchen. Und auch nochmal auf die Fresse. So, komm her. Nicht du. Ah, oh, so ein Scheiß. Egal. Nein! Oh verdammt, ich krieg einen FU ab. Au. Vor allen Dingen kriegt Rey Mysterio mich hier ohne Probleme hoch. Weißt, wenn ich jetzt Great Kali gewesen wäre, hätte er das wieder nicht hingekriegt. Aua, oh nein, geh weg. Oh Gott, ich muss hier irgendwie rauskommen. Komm raus, komm, 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 komm. Verdammt, Mann. Verdammt, Mann. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eigentlich mehr so Bock auf die Nummer habt. 2 bis 3 Matches oder ob ich sie da auf 1 bis 2 reduzieren soll. Heute wird es definitiv 2 geben. Wegen Elimination Chamber habe ich ja auch angekündigt. Aua. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Da. Allgemein Anregungen, Vorschläge und sowas. Ihr wisst schon, ne? Einfach mal in die Kommentare hämmern und so. Alles cool. Bam. Klatschen ihm richtig eins in die Fresse. Komm her. Da ist er. So, komm her. Komm hoch. Wir verpassen dir jetzt hier den FU. Eigentlich wäre es beim Rey Mysterio angebracht gewesen. Weil Rey Mysterio eben... Oh Gott, aua. Oh, wieso mische ich mich da ein? Ah, weil der schon rot ist. Der wäre direkt mit dem KO rausgegangen. Was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt... Das will ich unbedingt nochmal machen. Man kann hier nämlich auch hochklettern. Irgendwie, ja genau so. Und dann klettern wir einfach hier rüber. Während ich am Gitter hänge, kann ich auch... Oder an der Kette hängen. Kann man auch runtergehauen werden. So, wow. Okay, das war richtig schlecht. Aber, ey, zeigen kann man sowas alle Male. Also, wie gesagt, wenn man da oben an diesen Ketten, an diesen Gitterketten-Gedöns hängt, dann kann man auch runtergekloppt werden. Das ist dann auch verdammt schmerzhaft. Oder wenn man da oben auf den Plexiglas-Kästen da oben drauf steht, dann eben auch. Und das ist schmerzhaft für einen. Da wird man auf jeden Fall eine Schublade geschädigt. Also damit will ich sagen, ein Bereich, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ein Dings,
man wird entweder gelb oder man wird orange oder man wird rot, kommt darauf an, wie man in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt schon aussieht. Oh man, Undertaker, was ist los mit dir, ey? Ein Wunder, dass Rey Mysterio da wieder rauskam aus der Nummer, aber dieses Mal kommt er da nicht mehr raus aus der Nummer, tut mir leid. Doch! Oh, da hab ich ihn unterschätzt. Oh, so sollte man nie machen. Wie gesagt, Rey Mysterio ist Killer. Aber trotzdem glaube ich, dass hier nachher so langsam vorbei ist. Früher spät. Das war auch geil, was der Undertaker da eben gemacht hat. Randy Orton einfach mal aus dem Ring rauskacheln. Bäm, auf die Fresse. So, jetzt ist vorbei. Jetzt nur noch Undertaker gegen mich, oder? Ja. Das ist es gewesen. Randy Orton ist raus. Rey Mysterio ist raus. Und der Undertaker. Jetzt hat der Computer ja wieder nur noch einen, den er steuern muss. Jetzt kriege ich hier wieder auf die Schippe. Oh, scheiße. Au, ich bin ja auch schon rot, fällt mir gerade auf. Oh, oh, das Ding sieht nicht gut aus für mich. Ich glaube, der Undertaker macht mich platt. Verdammt. Oh nein, komm her. Ja. So sieht's aus. Und bam. In die Fresse, oh Gott, nein, doch nicht. Doch. Und jetzt, so ein Mist. Er hat jetzt ganz klar den Vorteil. Oh Gott, Rampage. Er hat natürlich den Vorteil, dass er jetzt gerade ein bisschen besser aussieht, also dass er erst im Orangen ist. Natürlich auch, dass er Rampage hat. Ist klar. Entschuldigung, das muss ich jetzt machen. Ich erzähle auch nochmal eine kleine Story dazu. Also pass auf. Ich habe mal einen Kumpel gehabt, dem habe ich früher im Wrestling gezockt. Und der ist dann immer abgehauen, wenn irgendeiner diesen Rampage-Modus anhatte. Oh, das war zum Kotzen. Das fand ich gar nicht cool. Der ist dann, also nicht weil ich derjenige war, der im Rampage-Modus war. Ich war meistens derjenige, der bei ihm im Tag-Team war. Aber trotzdem, ich habe mich meistens denen immer gestellt. Ich meine, du hast keine Chance, aber trotzdem, es ist doch langweilig, wenn du vor dem wegläufst. Ich meine, ich habe es jetzt eben gerade gemacht, ne? Aber das auch nur, weil wir sowieso hier verlieren werden, denke ich mal. Guck mal, wenn er jetzt den... Okay, er hat ihn gespeichert, was für ein Idiot. Okay, er macht wieder Rampage an, alles klar. Eigentlich hätte Undertaker jetzt auch super den Dings machen können. Au. Den Finisher und dann wäre hier alles vorbei gewesen. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir können nichts machen. Wenn er in diesem Rampage-Modus ist, kann man glaube ich nicht kontern, soweit ich weiß. Und in dem Rampage-Modus kann auch immer nur einer gehen. Also, ich könnte das gleichzeitig nicht machen, wenn selbst wenn ich jetzt hier einen Batista hätte, der auch Rampage haben könnte. Oh verdammt. Und das gibt's nicht, Alter. Verdammt, da ist es passiert, der Undertaker, okay, er hat irgendwo zurecht gewonnen. Er hatte natürlich auch den Vorteil, dass er als letztes an den Start gegangen ist. Ach, verdammt, Mann, ärgert mich ein bisschen. Aber ich habe eben alles gedrückt, ich kam nicht mehr raus, sorry. War nicht machbar. Jetzt hat er den Titel, okay, kann man auch mitleben. Jetzt werden wir jedenfalls das Ganze machen mit Tag. Ja, komm, behalten wir bei. Mit Tag. Und zwar 3 gegen 3. Da ist... Ja, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ob da... Warte mal. Ob da hier Dings ist. Ob da auch 2... Ich weiß gar nicht. Warte mal, erstmal suchen wir hier ein paar aus, die wir nehmen. Ich denke mal, ich werde jetzt erstmal Edge nehmen. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Dann nehmen wir noch dazu... Die sind jetzt bei uns im Team, da muss man dran denken. Ja, komm, Bobby Lashley. Und, ja, Shawn Michaels. Und die anderen wähle ich jetzt random. Matt Hardy. Great Khali. Und, oh, Mark. ob da auch 2 aus einem Team gleichzeitig als erstes gedroppt werden können. Also, dass sozusagen 2 Mann im Ring stehen und die sind beide aus einem Team. Oder ob er das direkt so filtert, dass ein Guter gegen einen Bösen sozusagen antritt. Mal gucken, wie es jetzt passieren wird. Ich denke mal, er filtert das gleich so, dass einer so, einer aus dem Team, einer aus dem Team. Aber ich hatte das auch schon mal, dass ich alleine da stand. Hatte erst einen Gegner, dann 2 Gegner, dann 3 Gegner. Wie sieht's jetzt aus? Ja, sind beide aus verschiedenen Teams.
Na gut, dass wir Bobby Lashley dabei haben, der kann es wenigstens so ein bisschen mit Great Khali aufnehmen. Allerdings haben wir nachher auch Probleme mit Mark Henry, weil wir sind nur Edge und Shawn Michaels. Ich meine, nicht, dass die schlecht sind oder so, die sind eigentlich auch ganz cool. Das sind natürlich andere Gewichtsklassen, die man da hat, ne? Great Khali. Ah, ich weiß noch, als er damals zu SmackDown gekommen ist und da den Undertaker immer platt gemacht hat. Ich mag ja so eine Geschichten, wo dann irgendwie einer platt gemacht wird, sich dann zurückzieht, heimlich trainiert und so, ne? Sich erstmal regeneriert, alle denken, ah, der ist für immer weg und so, ne? Regeneriert er sich und trainiert und kommt zurück. Und dann wird er erstmal wieder niedergeschlagen und alle denken, jetzt wurde er zum zweiten Mal besiegt und dann steht er auf einmal wieder auf. So war das damals irgendwie mit dem Undertaker. Da war Great Khali, der hat schon wieder den Fuß, also sein Bein auf den Undertaker aufgestellt gehabt, nachdem er ihn niedergeschlagen hat. Und auf einmal ist der Undertaker dann wieder aufgestanden, hat das Bein so weggeschlagen, ist aufgestanden, so Undertaker-mäßig, weißt du, in 90-Grad-Winkel. Haut er seinen Oberkörper dann ja immer so hoch und dann hat er ihn einfach aus dem Ring geschlagen. Das war schon geil. Jedenfalls, das war damals noch irgendwie cool, weißt du? Nachher war es ja so, dass Great Khali ja irgendwie von Hornswoggle sogar besiegt wurde oder so. Das war der Bullshit nachher. Zuerst, wo sie es noch so ein bisschen episch aufgezogen haben, weißt du, dass man es einigermaßen noch hätte glauben können. Aber nachher war es der Bullshit. Ja, ich komme gerade auf diesen Gedanken mit dieser Geschichte mit einer Rückkehr und so von einem Helden oder so, weil ich gestern gerade mir nochmal den Dingsfilm angeguckt habe, den Batman The Dark Knight Rises Film. Dann kommt er ja auch zurück. Fand ich auch ganz geil gemacht. Aber okay, vielleicht im Dings lieber darüber. Ja komm, wir machen mit Hardy hier platt, weil der andere ist gar nicht unsere Gewichtsklasse. Im Batman Let's Play vielleicht davon mehr. Aua, verdammt. Aua, aua. Aua, ich kann. Wieso kann ich nicht doch jetzt? Und. Ah, verdammt. Was war das denn, was Matt Hardy da gemacht hat? Das habe ich noch nie gesehen. Das war ja mal Hammer. Und zack. Eiskalt haben wir ihn wieder platt gemacht. Und hoch, er steht auf. Wir kriegen hier wieder direkt einen auf die Ommel. Das gibt's doch nicht. Aua. Und. Mal, wir greifen ihn nur. Komm her. Aua. Gibt's doch nicht, Mann. Jetzt ist Mark Henry da. Oh Gott, ey, da sind wir natürlich im Nachteil. Aber. Kein Ding, ich nehme es auch kurzzeitig mal mit 2 auf und bleib mit 3. Prima. Und. Komm her. Kein Ding, Mark Henry einfach mal so über die. Mark Henry sagt schon, Great Khali einfach mal so über die Schulter werfen. Macht man ja sonst auch immer so. Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt, da hat er uns so ein bisschen. Jetzt haben wir zurückgekontert. Ah, Mann, ey. Das wird ein endloses Konter da hinten wieder. Vielleicht hauen wir ihn einfach mal so. Okay, das hat gar nicht interessiert. Auch genial. Hat ihn einfach überhaupt nicht interessiert. Und aua, verdammt, aua. Bam, den ausgekontert und den über die Schulter geworfen. Und. Komm her. Ah, ich konnte nicht. Gibt's doch nicht. Komm wieder hoch. Kann ich den noch speichern? Ja, das ist schon mal gut, dass wir den wenigstens noch speichern konnten. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ah, verdammt. Los jetzt. So, und jetzt. Ja. Der sitzt wenigstens. Bam. Und. Ich wollte ihn nicht direkt wegspielen oder so. Geht aber nicht. Wer ging in dem Fall nicht? Oh, ein Tops. Ja, schon Michaels. Schmeißt Great Khali. Ja, genau. Great Khali. Jetzt mal aus dem Ring. Das ist so Premium. Wir werden ihn einfach mal. Ich kümmere mich hier um Mark Henry. Vor allem Bobby Lashley und erstmal Matt Hardy, den kleinsten von allen. Das ist auch praktisch. Und ich habe hier 2 oder was weggespielt. Eigentlich wollte ich den nächsten auch noch machen, aber der war schneller. Bam, voll ins Gesicht. So sieht's aus. Komm hoch jetzt.
Alter, der war auch gut. Aber wir machen unseren Finisher, den hat er nicht gekonnt, zum Glück. Und KO. So ist das richtig. Und bam. Ups. Voll den falschen genommen. Boah, das wäre ja jetzt auch Premium gekommen, wenn der direkt rausgeflogen wäre. Bam. Nur weil ich ihn abgelenkt habe sozusagen oder getroffen habe. Verdammt. Mann. Alter. Komm her. Alter. Komm her jetzt. Bam. Das ist wohl geschickt. Und nochmal ins Gesicht. Genau. Bam. Okay, Mark Henry hat ja noch einiges an Energie. Flatsch. Das war die Premium-Attacke, ne? Ah, Mann. Alter Schwede, die sollten den da mal schnell platt machen, damit wir zu dritt auf den hier gehen können. So viel braucht Mark Henry, also auf jeden Fall. Sonst alleine, wir alleine gegen den, also das wird schwierig. Au, oh, ich dachte schon, wir hätten uns genau reingerollt, das wäre auch richtig bitter gewesen. Im Gegenteil, wir haben ihn jetzt eingerollt, 2. Das hat nicht gereicht. Bam. Einfach mal wieder in den Ring geworfen. Es gibt auch irgendeinen Spieler, konnte man den nicht mehr in den Ring werfen. Habe ich erst mit dem falschen weggespielt? Nein, das wollte ich gar nicht. Ja, das kann gut werden. Mal gucken. Und, komm. Bam. Ja. Ende Gelände. Und jetzt sind wir zu dritt und es ist nur noch ein Gegner da. Komm her. Wir machen ihn jetzt alle zu dritt auf Mark Henry. Und weiter geht's. Und verdammt. Komm her. Okay. Ups, das wollte ich nicht. Ist blöd gelaufen. Und wieder hoch. Komm her. Komm her, Mark Henry, wir machen dich eiskalt platt. Der hat eigentlich kaum noch Chancen. Und nochmal ins Gesicht. Bam. Da ist er. Nee, doch noch nicht. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt wäre noch eine. Ja, vielleicht geht das schon. Nee, reicht noch nicht. Dann machen wir auch nochmal eine. Irgend so ein Griff hier. Hauptsache, wir kriegen ihn hoch. Ups. Ja, komm her. Und den Finisher, oder? Der muss sitzen. Komm, der muss sitzen. Bam. So. Damit haben wir die Elimination Matches gepackt. Elimination Chamber Matches. Die waren richtig gut. Haben mir gut gefallen. Und ja, Anregungen und so immer in die Kommentare. Ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle, wir die hier feiern. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann sage ich einfach mal, ciao.